Platz 1. Ein Blinder bewirbt sich bei einem Tischler um einen Job. Der Blinde behauptet, die Holzart und das Abmaß am Geruch erkennen zu können. Der Tischler sagt, wenn du 3 Holzarten erkennst, hast du den Job. Der erste Balken kommt auf die Werkbank. Der Blinde schnüffelt und sagt, Kiefer, 40x120. Der Tischler staunt, richtig. Der zweite Balken kommt auf die Werkbank. Der Blinde schnüffelt wieder und sagt, Buche, 60x140. Der Tischler, Donnerwetter. Auch richtig. Zum Schluss lässt der Tischler seine alte holen und die legt sich auf die Werkbank. Der Blinde schnüffelt und sagt, schwierig. Könnt ihr das Teil bitte mal drehen? Die alte dreht sich auf den Bauch und der Blinde schnüffelt wieder. Dann sagt er, Klotür von einem Fischkutter. Platz 2. Ein Zimmermann schickt seinen Stift los. Bring mir für den Holzbalken hier ein paar große Holzschrauben. Der Stift zieht los. Er schaut im Wagen nach, schüttelt den Kopf und geht zurück. Meister, wir haben keine Holzschrauben mehr, wir haben nur noch welche aus Metall. Platz 3. Fällt auf dem Bau ein Maurer vom Gerüst und bricht sich das Genick. Die anderen Bauarbeiter stehen um die Leiche herum und wissen nicht, was sie tun sollen. Schließlich kommt der Polier und ordnet an, zuerst nehmt ihm mal die Hände aus den Taschen, damit das wie ein Arbeitsunfall aussieht. Platz 4. Ein neu eingestellter Straßenarbeiter hat den Auftrag, die Leitplanke am Straßenrand zu streichen. Am ersten Tag schafft er 100 Meter, am zweiten 50 Meter und am dritten noch 20 Meter. Auf die Nachfrage seines Chefs antwortet er, aber schauen Sie doch mal, wie weit mein Farbeimer weg ist. Platz 5. Der Polier trommelt seine Leute zusammen, wir müssen einen 50 Meter hohen Rauchfang bauen. Die Kumpels spucken in die Hände, klotzen ran. Als sie die Höhe von 45 Metern geschafft haben, taucht plötzlich der Polier wieder auf und brüllt, Kommando zurück. Ich hab den Plan verkehrt rumgehalten. Es sollte ein Brunnen werden.